Also, was ich ja versucht habe, mit diesem Vortrag deutlich zu machen, ist, dass Technologien und Inhalte und dieses Verhältnis sozusagen sich täglich neu feinjustiert und ausprägt. Und dass es immer schon so gewesen ist, und das kann man eben auch sehen an der Geschichte, die Leute sind konfrontiert mit einer Technologie, die kein Rauschen mehr hat, das heißt, sie würden so nicht mehr zurückgehen zu Shellac-Platten oder sowas. Und es ist eben heute so, dass wahrscheinlich jetzt nicht nur auf einer technologischen Ebene mit CDs oder mit Musikfiles, auch bald wahrscheinlich mit Filmfiles und sowas, dass man damit kein Geld mehr verdienen kann, das zeigt die Realität, sondern dass sich dafür dann andere Geschäftsfelder, wenn das jetzt der Punkt wäre, dann bilden sich eben andere Geschäftsfelder aus. In der Musik kann man das sehen. Also die Leute gehen mehr in Live-Konzerte, sind bereit, mehr Eintritt zu bezahlen für Live-Konzerte und kriegen im Prinzip die CD umsonst, weil die einfach umsonst da ist und weil die CD kein handelbares Gut mehr ist, sondern der Live-Act ist das handelbare Gut. Also jetzt in der kapitalistischen Verwertungslogik. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen, finde ich. Das ist ja immer so. Ich finde, also sozusagen deine Argumentation ist eigentlich so, das ist wie so ein Rückzugsgefecht. Okay, das Business läuft nicht mehr. Jetzt ist die Frage, was ich mache. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann nicht sozusagen die Polizei anrufen und sagen, helft uns, das Business läuft nicht mehr. Und dann kommen die an und sagen, okay, wir machen noch einen Zaun drumherum und wir machen den höher und wir machen oben noch einen Elektrozaun drauf. Mal gucken, ob es dann noch läuft. Das will man auch nicht. Also ich kann schon fast nicht zuhören werden, was du sagst. Also weil ich so, ja, weil ich sozusagen, ja, und dann irgendwie noch, und dann kann man sich ja vielleicht ein Verteilungssystem so, das ist aber auch ungerecht und das andere ist Schicksal nicht, aber das Airplay auch nicht. Okay, also die Institution will ich schon, kann mir gar nicht vorstellen, da irgendwie dann die Klickzahlen gegenrechnen, prozentual gegen was weiß ich, ich meine, ich bin ja jemand, ich habe aber noch nie einen Cent gekriegt von denen. Ich möchte aber gerne weiter Musik hören, diese Musik von Grandmaster Flash, und diese Musik ist heute nicht mehr möglich. Und das ist der Grund dafür, ist die GEMA und sind diese Organisationen und ist das Copyright. Das war in den 80er Jahren noch möglich, weil es nicht verfolgt wurde. Und seit den 90er Jahren haben sich Inhalte von Musik, insbesondere im Hip-Hop, so verändert, das ist uns vielleicht gar nicht klar. Diese Musik gibt es nicht. Die gibt es aus diesen Gründen nicht. Wussten Sie das? Es ist auch so. Wichtiger Punkt, die Zeit läuft uns ein wenig weg. Jetzt kommen wir mal zu den Lösungsmomenten. Jetzt, weil Sie haben eben schon gesagt, Annäherung sozusagen zweier Gesetzesauffassungen, britisch-amerikanisches Recht, kontinentales Recht. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr hören von Ihnen. Also wo wären da Lösungsmomente? Also ich bin erstmal dankbar, dass noch eine Barriere zwischen uns beiden hier in der Mitte ist. Und das, glaube ich, wäre gleich gekillt. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, indem man die urheberrechtlichen Schranken, also der Urheberrechtsinhaber, ausweitet, also mehr auch Rechte von Privatnutzern einführt. Es gibt ja jetzt die Privatkopie als Schranke. Grünen zum Beispiel wollen das als Recht auf Privatkopie ausbauen. Kann man so jetzt zustimmen. Man kann also mehr Inhalte quasi dadurch freigeben und pauschale Vergütungssätze einführen, die dann ausgeschüttet werden an die Kulturschaffenden, sowas in der Art wird ja mit der Kulturfreiheit angedacht, aber in der Tat, die Verteilungskämpfe sind dann vorprogrammiert, das ist in der Tat schwierig. Bei der GEMA ist es ja so, es ist ja auch eine Verwertungsgesellschaft, wo quasi nur die Gabol die entsprechende Honorare bekommt und die normalen kleinen Komponisten gehen fast leer aus. Insofern ist da die Frage der Verteilungsgerechtigkeit in der Tat zu prüfen. Aber das wären so meine Lösungsansätze. Mehr Freiheit für private Nutzung, die Einführung von pauschalen Vergütungssätzen und Fair Use ist ja ein angloamerikanischer Gedanke, dass man sagt, dass eine Vervielfältigung ohne Zustimmung des Urhebers zulässig ist, wenn sie im allgemeinen Interesse oder im wissenschaftlichen Interesse erfolgt. Das sind so meine Lösungsansätze, die ich jetzt erwarte. Ja, es könnte sein, Christian, dass man einfach nur so ein paar Stellschrauben drehen muss und dann haben wir es eigentlich. Aber ich glaube, der Teufel steckt im Detail dabei, oder? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich finde das, also ich würde sozusagen jetzt, wenn die Frage so wäre, okay, was denkst denn du dann mit dem Urheberrecht, ich wäre eigentlich eher dafür, das komplett abzuschaffen, also wirklich komplett abzuschaffen. Das ist alle
nutzen alle und alles und alle geben alles zurück. Und da muss man sich überlegen, was ist dann sozusagen, was kommt dann? Es gab eine gute Frage und eine gute Antwort bei diesen Pirate Bay-Leuten, als die gefragt wurden, ja, aber was ist denn jetzt mit den armen Künstlern und Kreativen, wie kommen die denn irgendwie dann, wie können die sich denn ihr Leben finanzieren? Und die Antwort war, und ich finde sie nicht zynisch, weil sie klingt erstmal etwas zynisch, und sagt, es ist noch nie einfach gewesen, Künstler zu sein. Da muss man sozusagen erfinderisch sein. Es ist ja jetzt nicht so, ich bin ja jetzt nicht deshalb Künstler, weil ich denke, das ist irgendwie der schnelle Euro, dann mache ich was anderes. Das ist ja nicht der Punkt. Das heißt, dann würde ich eher sagen, es ist klar, dass es gut ist, dass es Künstlersozialkasse gibt. Also dann ist es eher sozusagen das staatliche Sicherungssysteme. Aber mit diesem ganzen Urheberrecht, das ist, also die Debatte, die könnten wir jetzt weiterführen, das wäre dann noch eine, nur sozusagen als Stichwort. Ist es nicht so, dass Kunst sowieso immer Derivative von bereits existierender Kunst ist? Also ist nicht sozusagen dieses ganze Modell falsch gedacht? Also dass ich sagen kann, das ist meins und das ist deins, das stimmt ja vielleicht gar nicht. Ich habe sozusagen das neu gesampled, ich habe es neu, also Richard Grimes, dieser Appropriation-Künstler, sagt ja, the choice is the act. Also sozusagen, das ist nur meine Auswahl dessen, was es da schon gibt. Also wenn ich es im Vortrag mache, ich wähle bestimmte Sachen aus, kein einziger Gedanke ist letztendlich originell, das ist gar nicht der Punkt. Ich versuche sozusagen die neu zusammenzustellen. Kann man denn dann noch sagen, okay, da kommt jetzt Copyright drauf? In wessen Interesse ist das denn eigentlich? Ich will doch auch damit auch gehört werden. Also ich kann doch nicht sagen, dass ich jetzt bei der Berlinale erlebt habe, nee, du kriegst keine DVD von mir. Aha, du willst gar nicht, dass jemand den Film sich anguckt. Wer das nicht will, kann ja den Krempel in der Schublade lassen. Dann würde ich sagen, die Leute, die für Copyright sind, die sollen das Zeug einfach nicht veröffentlichen. Ja. Oder die Einladung zu Berliner Unternehmen. Genau. Oder was ist die Frage, was Lösungsmomente angeht? Die Lösung hängt natürlich davon ab, was man als Problem definiert. Und ich würde als erstes Problem genau die Errichtung von weiteren Zäunen mit Elektrodraht obendrauf sehen. Das sind genau diese anhaltenden Versuche über SOPA, über PIPA, über ACTA, und das geht ja weiter mit dem Transatlantic Partnership, wo etwas Ähnliches wie ACTA entsteht, mit Netzsperren, mit Three Strikes, das Hadoopi-System, was in Frankreich jetzt zum ersten Mal kurz davor steht, in die dritte Stufe zu gehen, also die ersten Menschen tatsächlich von der Internetnutzung für bis zu einem Jahr ausgeschlossen werden. Das scheint mir eines der zentralen Probleme zu sein. Die Lösung dafür ist in der Tat, dass man diese Vorgänge, auf die diese Maßnahmen immer wieder zielen, schlicht und ergreifend legalisiert und verbietet. Ein anderes Problem ist die Remixing-Frage. Und auch da sehe ich das vor allen Dingen im Musikbereich, wo es ja besonders restriktiv geregelt ist, im Zitatrecht, freie Verwendung, geben hier bei anderen Werken, also Text, Bild, mehr Freiheiten als bei der Musik. Film ist auch sehr restriktiv. Werden auch von Urheberrechtsjuristen, also aus der Urheberrechtslogik heraus, wird gesagt, wir müssen auch hier größere Freiheit zulassen, also eine Strandbestimmung, ob vergütet oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist durchaus noch innerhalb der Urheberrechtsproblematik zu machen. Eine andere mögliche Problemstellung, die man sich vornehmen kann, ist, wie werden Kreative bezahlt unter digitalen Bedingungen, und hier sehen wir natürlich ein ganzes Spektrum. Deswegen hat Live-Performances angesprochen, die sind tatsächlich massiv zugenommen seit 2000. Im letzten Jahr zeichnet sich dann so ein Plateau ab, aber es ist auch klar, dass die nicht über Jahrzehnte hin jedes Jahr, dass die Einnahmen in diesem Bereich weiter wachsen können. Aber da gibt es zumindest kein Problem, auch in der Filmbranche, auch in der Buchbranche, in der Gamesbranche. Also hier gibt es viele kreative Bereiche, die mit traditionellen, zum Teil aber auch mit innovativen Modellen weiterhin gutes Einkommen haben. Also in der Gamesbranche beispielsweise
die Free-to-Play-Strategie. Also es gibt kein Produkt mehr, was im Laden verkauft wird, was kopiert werden könnte, sondern es gibt Spiele, die auf Servern laufen. Diese Spiele sind kostenlos spielbar. Das Geschäftsmodell dahinter, es gibt Zusatzfeatures und Items, die einem das Spiel leichter machen, die man auch innerhalb des Spiels finden und erwerben kann, die man aber auch kaufen kann. Und das funktioniert ganz wunderbar. Also in der Gamesbranche ist das als Strategie bewährt. Dann haben wir in der Tat pauschale Systeme, Spotify wäre hier zu nennen, andere Formen von pauschaler Bezahlung von 5 oder 10 Euro im Monat, für die man dann Zugang auf einen großen Werkkorpus erhält, den streamen kann. Das ist offensichtlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Es ist eine pauschale Umverteilung, die hier erfolgt. Auch hier muss es Mechanismen geben, zu sagen, der eine Titel ist erfolgreicher als ein anderer Titel und muss deshalb einen größeren Anteil an der Vergütung erhalten. Also eigentlich eine ganz ähnliche Fragestellung wie bei den Verwertungsgesellschaften, nur dass das hier hinter verschlossenen Türen passiert. Das sind Unternehmen, die hier Verträge miteinander aushandeln. Das eine Label ist vielleicht hat eine stärkere Marktmacht und kann dann sagen von einem solchen Plattformbetreiber, wir wollen für unseren Katalog aber mehr haben, als die Konkurrenz kriegt von euch. Wie viel davon bei den Künstlern selber ankommt, das ist sehr die Frage. Also die veröffentlichten Zahlen sind minimal. Also man muss ja schon Millionen von Zugriffen haben, um auf die 3,50 Euro zu kommen. Insofern ähnliche Fragestellungen und nochmal, ich denke, in diesem Mix aus Finanzierungsmöglichkeiten, wo dann auch Peer-Funding oder Crowdfunding, was hier auch schon diskutiert worden ist, dazu gehört, ein wichtiges Signal, dass es hier eine Bereitschaft gibt von Menschen, entweder vor der Produktion von Werken oder über Flatter und ähnliche Systeme, dann nach der frei zugänglichen Veröffentlichung den Künstlern Geld zukommen zu lassen. Und diese Bereitschaft, das ist, glaube ich, das zentrale Zeichen hier. Für diese Bereitschaft müssen wir Formen finden, um das zu ermöglichen, auf der einen Seite zu ermöglichen, dass Menschen ihren Beitrag leisten können. Es muss nicht immer Geld sein, also auch Dienstleistungen, das Grafen von einem Plattencover, das Drehen von einem Video und Hochladen auf YouTube einer Band, ganz viele Fanaktivitäten, die hier auch stattfinden. Und auf der anderen Seite natürlich der kreative Beitrag von Künstlern, der uns alle bereichert. Und ja, die Kulturflatrate oder die Tauschlizenz, was ich jetzt als Namen vorziehe, ist, glaube ich, ein Schlüsselelement, vielleicht nur für eine Übergangslösung. Das kann durchaus sein, um diesen Krieg gegen das Tauschen zu beenden. Und möglicherweise sind freiwillige Bezahlmodelle, wie wir sie heute am Stehen sehen, die Zukunft. Ich glaube, das wäre der ideale Gesellschaftsvertrag, der sich hier rausmelden könnte. Aber ich glaube, dafür braucht es noch ein bisschen Zeit.